Hallihallo, liebe Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute, ihr seht schon im Hintergrund, geht es wieder ums Auto. Wir haben heute den Hyundai Tucson. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich habe mich vorher versucht zu informieren, aber so richtig bin ich nicht dahinter gekommen. Ich sage einfach Tucson, Plug-in-Hybrid, das heißt Hälfte Benzin, Hälfte elektrisch. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr zu Hause eine Wallbox habt, das mit eurem Kabel zu Hause zu laden. Und für die Mehrreichweite könnt ihr natürlich den Benzinmotor dann benutzen. Wir haben hier eine elektrische Reichweite von WLPT-Angabe vom Hersteller mit 62 Kilometer. Ich bin heute schon ein bisschen gefahren und kann auch sagen, das kommt ungefähr hin. Ich habe die schon zu Hause, das Auto auch kurz geladen, das seht ihr gleich noch. Und wir sprechen hier über 265 PS, was das Auto hat. Wobei man das, habe ich jetzt gelernt, aufteilen muss. 180 PS hat der Benzinmotor und der Rest bringt der Elektromotor mit. Somit kommen wir in Summe auf 265. Wie gesagt, und Reichweite rein elektrisch ist mit 62 Kilometer angegeben. Das kurz zu den Fakten. Auch noch kurz vorweg, wer neu auf meinem Kanal ist, lasst gerne ein Abo da und ein Däumchen nach oben, darüber würde ich mich freuen. Aber wir haben hier wirklich keinen harten Technik-Talk über die Autos. Ich bin Laie, ich bin Familienvater, ich bin einfach auf der Suche nach einem schönen Familienauto und mit eurer und meiner Unterstützung hoffe ich, mit geballter Power zusammen werden wir das finden. Darum, Leute, seid mir oder verzeiht mir, falls ich nicht alles ganz korrekt technisch wiedergebe. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes und versuche euch auf jeden Fall die besten Eindrücke vom Auto zu vermitteln. So, meine Lieben, so sieht das Ganze aus. Ich glaube, ich habe alles soweit gesagt. Wie immer fangen wir mal an. Wir setzen uns mal rein und gucken uns mal drin alles an. Los geht's. So, meine Lieben, so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr drin sitzt. Wie gesagt, wer schon öfter meine Videos geguckt hat, ich bin knapp 1,80. Ich habe hier ganz bequem Fußfreiheit. Wir starten das gute Ding mal. Und ihr seht schon, wir haben ein voll digitales Display. Wir gehen gleich auch nochmal rein, dass ihr es dann auch nochmal direkt von drin seht. Wir haben hier drin eine ziemlich hohe Mittelkonsole, finde ich persönlich jetzt. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Meine ist deutlich niedriger. Auf der Mittelkonsole selber haben wir eigentlich nochmal jetzt rückwärts, Vorwärtsgang, ist ja eine Automatik. Wir haben nochmal Sitzheizung hier als Knöpfe. Wir können diverse Assistenten an- und ausschalten. Ansonsten habe ich ja hier auch dann gleich das große Touch-Display, worüber wir Navi haben, Radio etc. Aber das alles gleich nochmal von drin. Ansonsten haben wir jetzt hier die normale Variante. Das heißt, ich habe keine elektrisch verstellbaren Sitze. Ich habe ganz normale Sitze. Aber ich sitze super bequem hoch. Ich sitze gerade. Das Lenkrad ist schön verarbeitet, finde ich persönlich. Der Beifahrer hat mehr als genug Platz. Wir haben hier vorne nochmal USB-Ladekabel, wenn wir das Handy laden müssen. Also, von hier vorne muss ich sagen, vom Cockpit aus her, sehr komfortabel. Ich finde bei dieser SUV-Geschichte immer die Höhe sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt gerade einen Audi A4, das sieht sich immer sehr, sehr tief und ich liege eher drin, habe ich das Gefühl. Hier sitze ich wirklich gerade, hier sitze ich schön hoch. Das ist ja das, was, was mir persönlich beim neuen Auto dann auch wichtig ist. Also, ja, das finde ich ist ja alles sehr schön. So, mein Lieben, genau wie beim Ioniq möchte ich noch mal kurz innen drin das Display und alles zeigen. So sieht das Ganze aus. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt umgeschaltet, die Batteriereichweite ist noch 19 Kilometer. Die normale Tankreichweite sind, ich hoffe, ihr seht das, sind 396 Kilometer. Wir haben dann ganz normal unsere Anzeige. Unten links in der Anzeige haben wir Benzin, unten rechts in der Anzeige haben wir den Batteriestatus. Also bei Batterie sind wir ungefähr knapp unter die Hälfte. Bei Benzin haben wir ja noch fast voll. Ich muss sagen, ich bin jetzt bei 1920 losgefahren. Also wir haben 42 Kilometer rein elektrisch gefahren. Wobei ich ja, wie ihr gesehen habt, kurz diese 20 Minuten zu Hause getankt habe. Und wir haben jetzt noch Restreichweite von 19 Kilometer. Aber ich würde sagen, mit diesen 62 Kilometern, das kommt schon in die Richtung ganz gut. Ich würde nur sagen, wahrscheinlich wäre ich so, wenn ich reingefahren wäre, bei 55 Kilometer ungefähr rausgekommen. Das passt also schon ganz gut. Ansonsten, aber das ist mir beim letzten Hyundai auch schon aufgefallen, es gibt echt noch viele Knöpfe in diesem Auto. Ganz schön krass. Wir können zwar alles, ich zeige es euch einmal, ich hoffe, man sieht es diesmal besser als beim
Ioniq. Das Ioniq-Video verlinke ich euch übrigens oben rechts, wenn ihr es nicht gesehen habt. Wir haben alles einmal per Touch-Anzeige, aber genauso haben wir dann auch alles einmal per Knöpfe. Also auch zwar als Touch auf dem Feld, aber richtige Knöpfe, nicht nur immer hier im Touchfeld drin. Naja, was da jetzt alles steht, also wir können uns hier nochmal den Verbrauch anzeigen lassen, das Lademanagement etc. Klar, Karte, Navigation können wir alles darüber bearbeiten und Telefon, Bluetooth, Radio etc. Hier habe ich dann ganz normal meine Schaltung mit Rückwärtsgang, Normal und Parken, Parkautomatik. Hier kann ich umschalten zwischen rein elektrisch und Hybridbetrieb. Hier kann ich umschalten zwischen Allrad, Nicht-Allrad und also Terrain, welchen Untergrund ich fahre. Und hier kann ich nochmal Sportmodus, Nicht-Sportmodus umschalten. Dann haben wir hier unten nochmal USB-Steckdosen zum Handyladen. Ja, Lenkrad würde ich sagen, ist auch gut vollgepackt. Hier haben wir überall nochmal Knöpfe laut, leise, auch, Ruf annehmen. Hier können wir nochmal diverse Assistenten um- und abschalten. Kofferraum öffnen, Tankdeckel öffnen und hier an der Seite nochmal Fenster öffnen und die ganzen Verriegelungen. Das soweit würde ich sagen aus dem Cockpit. Ich hoffe, es ist alles scharf genug. Ich sehe das auf der kleinen Kamera immer nicht. Aber ich glaube, so habt ihr nochmal einen groben Überblick. Wie gesagt, ich kann jetzt hier auch nochmal verschiedene Sachen einstellen, die mir natürlich angezeigt werden können. Eine Motortemperatur, Tempolimits, die Reichweite etc. Also viel Spielerei, aber gerade diese Sache mit dem rein elektrisch, dass ich das an- und ausschalten kann hier, ist ganz cool. Ansonsten, wenn er bei dem letzten Viertel vom Tank ist, schaltet er auch automatisch auf Hybrid. Das heißt, ihr braucht da keine Sorgen zu haben, dass er liegen bleibt oder so. Wenn Strom alle, schaltet er automatisch auf Hybrid. Das finde ich schon ganz cool. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche sie so gut, wie es geht, zu beantworten. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie viel Platz das Kind hinten hat. So, auch hier hinten machen wir jetzt nochmal den Papa-Sitztest. Auch hier, ich denke, ihr seht es ganz gut. Der Sitz ist ja auf meine 1,80 vorne eingestellt. Ich habe hier noch genügend Beifreiheit. Hier unten nochmal zum Laden, zwei USB-Punkte. Die Mittelkonsole lässt sich runterfahren. Auch da wieder Getränkehalter drin, wie auch Ioniq. Entschuldigung. Finde ich sehr, sehr gut. Hier kann man bequem zu zweit Erwachsene sitzen oder ein Erwachsener, ein Kind. Gar kein Problem. Das finde ich sehr schön. Ich würde sagen, wir machen mal den Kindersitz rein und gucken uns das Isofix an. So. Da ist das gute Stück. Ihr habt sicherlich schon gesehen, hier sind auch wieder die Symbole. Hier drunter versteckt sich ähnlich wie beim anderen Auto wieder das Isofix. Auch hier direkt drunter in der Verpolsterung drin. Da könnten wir also das Isofix befestigen. Sitz ist drin. Jo. Passt perfekt. Genug Beinfreiheit ist noch fürs Kind da. Auch hier noch eine kleine Ablagefläche drin. Auch hier kann man die Sitze in eine andere Position neigen und ich habe extra diesmal geguckt, nicht, dass mir der gleiche Fehler wie beim vorigen Auto passiert. Die Sitzbank kann man jetzt nicht noch nach vorne schieben, das habe ich ja gelernt. Beim anderen Auto konnte man ja noch die Sitzbank nach vorne schieben, das habe ich leider vergessen, in einem Video zu sagen. Womit man im Koffer auch noch ein bisschen mehr Platz gehabt hätte. Von daher, die Sitzbank ist fest, ich habe extra vorher geguckt, aber man kann sie noch mal von der Neigung her bewegen. Das Kind hat auf jeden Fall hier genug Beinfreiheit und Tablet etc. könnte sogar über USB da geladen werden, wenn ihr das möchtet. Ich würde sagen, wir gucken den Beladungstest im Kofferraum. So sieht der Kofferraum aus. Ihr habt hier oben, aber das kennt man ja nochmal, so eine Ablage, Rausziehablage, um nochmal das Gepäck innen drin zu schützen. Hier unten drin, damit habe ich auch schon geladen, das Ladekabel und darunter sitzt auch die Batterie etc. Das heißt also, das ist euer Kofferraumvolumen. Ihr könnt aber die Sitze nochmal komplett umklappen. Aber jetzt würde ich sagen, wie immer, unsere zwei Reisetaschen und der Kinderwagen und die Kinderreisetasche. Wir gucken mal, was alles passt. So, wir fangen immer wie immer an mit unserem. Oha, hätte ich jetzt gerade gar nicht so eingeschätzt. Kinderwagen wäre jetzt ja noch ein Stückchen höher. Das heißt, wir müssten hier schon diese Ablage oben rausnehmen. Brauche ich jetzt noch nicht, aber ich hätte jetzt. Der Kofferraum sah tatsächlich eben ein bisschen größer aus, muss ich sagen. Er wirkt ein bisschen größer. Ich guck mal, wie es ist, wenn alle Taschen drin ist. Okay, also es passt alles bequem rein, muss man sagen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie euer Eindruck war, tatsächlich war mein erster Eindruck eben gerade, dass der Kofferraum doch deutlich größer ist, ne? Also ich meine, ich kann jetzt hier noch eine Tasche hinstellen und ich kann ja das, den Schutz da noch rausnehmen und komme dann noch ein ganzes Stück. Aber trotzdem, oder? Für so ein Auto wirkte im ersten Augenblick deutlich größer. Aber ich sag mal so, für unsere Familiengröße reicht das locker.
Und wenn ich tatsächlich mal mehr habe, kann ich das Ding hier rausnehmen und kann noch bis unter die Decke stapeln. Das passt. Und zur Not, und das gucken wir uns jetzt an, ich klappe nochmal die Rücksitze um, weil ich glaube, dann kriegen wir nochmal richtig Platz. So, nicht lang schnacken. Sitz von hinten umklappen. Gut, hier geht's nicht, weil hier ist der Kindersitz noch davor. Aber diese Funktion aus dem Kofferraum heraus, die Sitze umzuklappen, finde ich sehr, sehr nice. Wir machen es hier auf der Seite auch nochmal kurz. Da ist der Kinderwagen umgefallen. Zack, und die ganze Rückbank ist weg. Den Oschi nehmen wir raus. Und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Ladevolumen. Jetzt will ich mich kurz ducken. Jetzt wird es bestimmt wieder eklig mit dem Mikro, aber ich rück mal komplett. Oh, gefühlt ist er gar nicht so viel größer als der Ioniq. Da habe ich auch komplett so drin gelegen mit meinen knappen 1,80 und ich liege auch an Kante Kofferraum. Okay, so kann man sich täuschen. Größentechnisch sind sie gar nicht so unterschiedlich anscheinend. Aber trotzdem macht dann der Platz hinten von der Höhe wahrscheinlich nochmal den Unterschied, dass wir da mehr reinkriegen. Also ich finde auf jeden Fall für unsere Verhältnisse mit einem Kind und ich würde auch sagen mit zwei Kindern, reicht der Kofferraum diesmal völlig aus bei dem Auto. Also ich bin sehr zufrieden. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich klappe das Auto jetzt nochmal komplett zusammen. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal den Fahrtest und dann geht es auch schon ab. Zum Fazit, meine Lieben. Wenn ihr noch Frage, Wünsche, Anregungen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann versuche ich es im Nachhinein noch so gut wie es geht zu beantworten. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Sachen gezeigt. Auf der Seite ist übrigens der Tankdeckel. Der lässt sich, wie gesagt, vorne elektrisch öffnen. Auf der anderen Seite ist der Steckdosenanschluss. Den könnt ihr einfach durch Reindrücken öffnen. Ja, ich glaube, es sind alle wichtigen Sachen. Lasst uns mal ins Auto gehen. So, kleines Fazit. Wir haben das Ding jetzt hier angeschlossen, bei mir zu Hause, an der Steckdose. Wir sind jetzt die ersten ein bisschen über 30, 32 Kilometer gefahren. Wir gucken jetzt mal, was er dazu sagt. So, er sagt, 58% haben wir noch, 3 Stunden 40 will er laden. Wir gucken mal ganz kurz, was meine App dazu sagt. Jawohl. Lädt. Ich kann gleich noch mal gucken, ob ich das noch ein bisschen beschleunigen kann oder ob er das jetzt mit Absicht nur mit 2,1 kW lädt, weil theoretisch gesehen hätten wir ja 11 kW zur Verfügung. So, tatsächlich hatte ich eine Begrenzung von der Amperezahl in meiner App. Der fällt jetzt langsam hoch, wir sind jetzt schon bei 3,5 Ampere und dann seht ihr, dann dauert es auch nur noch 2 Stunden. Ja, also muss mal gucken, wie weit er jetzt hier noch kommt. Ich weiß auch nicht, ob das Auto dann abgeriegelt ist. Wenn ja, blende ich das jetzt noch mal ein. So, ich möchte euch kurz nochmal ein Update geben, was das Laden angeht. Ich als Elektro-Neuling, ja. Also, es liegt eindeutig an meiner Wallbox, denn, ich habe jetzt gelernt, die ist mit 16 Ampere abgesichert. Und dann haben wir halt einen Ladestrom von 3,7 kW. Von daher hat er eigentlich alles vollkommen richtig gerade gemacht. Das nur nochmal kurz für euch als Update, falls ihr auch nicht so bewandert seid wie ich. So, meine Lieben, wir sind im Auto. Ich würde sagen, wir starten das gute Stück mal. Ich hoffe, ihr seht aus der Sicht alles. Ja, Elektroauto, es ist an. Wir hauen den Rückwärtsgang rein und dann würde ich sagen, fahren wir noch mal eine Runde und talken noch mal kurz ein bisschen, was uns am Auto gefällt und was nicht. Ich muss ganz kurz mal das Mikro noch mal kurz richten. Ja, also ihr habt es jetzt von innen gesehen, ihr habt es jetzt von außen gesehen. Wie gesagt, jetzt fahren wir gerade rein elektrisch. Wir haben noch 17 Kilometer über. So viel wollen wir jetzt aber auch nicht zusammen fahren. Ihr habt eigentlich alle wichtigen Assistenten im Auto, die ihr so braucht. Seht ihr das jetzt hier, Rückwärtskamera etc. Das passt alles soweit. So, wir fahren jetzt mal auf die Straße und dann unterhalten wir uns noch mal ganz kurz über dieses Auto. So. Also wie ihr hört, es ist leise, es ist rein elektrisch. Wir werden mal kurz in den Sportmodus übergehen. Und dann werdet ihr mal ganz kurz sehen, wenn wir Power brauchen, schaltet sich der Motor mit ein und die Power ist da. Also da braucht ihr keine Angst haben. Wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, rein elektrisch, was passiert, wenn ich mal ein bisschen mehr beim Überholen ein bisschen mehr Power brauche,
Macht euch da gar keinen Kopf. Dann schaltet der Motor mit dazu. Jetzt meckert er schon wieder, weil ich zu sehr über die weiße Linie fahre. Aber ich habe immer gerne ein bisschen mehr Platz nach rechts. Ich weiß nicht, es geht mir so. Auch wenn ich jetzt nicht im... Ich schalte jetzt mal wieder rüber in den Eco. Auch wenn wir jetzt im Eco-Modus sind und ich überhole und brauche jetzt mal kurz die Power. Dauert zwar einen Augenblick, bis er runterschaltet. Aber auch da kommt dann schnell der Motor dazu und ich habe sofort die Power, die ich zum Überholen brauche. Also macht euch da mit dem etwas schwächeren Elektromotor gar keinen Kopf. Wenn die Power gefragt ist, schaltet sich der normale Motor mit dazu und ihr könnt auf jeden Fall auf einer Landstraße oder wo auch immer ein Überholmanöver starten und müsst da keine Angst haben, dass euch der Elektromotor da irgendwie im Stich lässt. Von daher finde ich, ist das mit dem Hybrid, glaube ich, für alle, die so ein bisschen in dieses Elektrothema reinschnuppern wollen, eine schöne Kompromisslösung erstmal, denn man hat alles. Man kann den Stecker an der Tankstelle hinten reinstecken und nur Strom tanken. Man kann leise auf Elektro fahren. Natürlich ab und zu hört man mal ganz kurz ein Motorgeräusch, der muss ja, glaube ich, auch irgendwie das Motoröl so ein bisschen warm halten, damit er sich dann im rechten Moment mit dazuschalten kann. Aber auch jetzt gerade, wir fahren gerade komplett elektrisch, es ist einfach nur leise, wie in einem normalen Elektroauto. Und das finde ich wirklich, ja. Also man hat eigentlich alle Vorteile von einem Elektroauto und trotzdem diese Sicherheit, hey, ich bleibe nicht liegen, nur weil ich gerade keine Steckdose in der Nähe habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von diesen Plug-in-Hybriden. Aber für mich persönlich ist das, glaube ich, aktuell, aber ich werde mich ja noch ein bisschen weiter durchtesten, aktuell irgendwie so das Verlockende, um da mal reinzuschnuppern, aber trotzdem die Sicherheit zu haben, wenn was ist, habe ich noch meinen Verbrennermotor mit dabei. Ja, ist meine persönliche Meinung, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, eure Erfahrungen vor allen Dingen auch in die Kommentare zu schreiben. Und ansonsten, meine Lieben, habe ich euch, glaube ich, jetzt mittlerweile alles zu dem Auto gezeigt. Wir fahren jetzt noch kurz wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Wie gesagt, ich sitze gut, er lenkt gut, er meckert sofort, wenn ich über die weiße Linie fahre und versuche, hier ein bisschen rüber zu lenken. Und er läuft einfach ruhig auf der Straße. Das ist einfach ein schönes, bequemes Auto, auch für lange Strecken, finde ich. Und wie gesagt, diese Sitzposition finde ich persönlich ja sehr wichtig. Die ist wirklich sehr angenehm, in einer angenehmen Höhe und ich gucke so ein bisschen auf alle herab. Das gefällt mir persönlich, darum ist das auch hier aktuell einer meiner Favoriten. Nicht lang schnacken, wir gehen nochmal zum Fazit. Bis gleich, meine Lieben. So, nur noch mal ganz kurz für euch, mit der Taste zwischen rein elektrisch und Hybrid, selbst wenn ihr die aktiviert, seht, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade im Display seht, aber ich habe jetzt oben links Auto stehen, das heißt, er macht es selber zwischen Benzinmotor und elektrisch. Das ist so, gerade dann für Langstrecke, denke ich, auch noch eine ganz gute Option, denn da mixt er sich das selber, dass er den möglichst perfekten Verbrauch bekommt. Ja, also man kann eigentlich dem Auto alles überlassen, wenn man will, und es macht alles von alleine. Finde ich nochmal ganz gut, wollte ich euch nochmal kurz als Hinweis geben, dass ihr das ja mit der Taste ein- und ausschalten könnt, ob ihr nur elektrisch oder Hybrid fahrt. Spätestens wenn Elektro alle ist, fahrt ihr ja sowieso Hybrid. Aber ihr könnt es halt auch alles auf Auto stehen lassen und dann sagt euch das Auto, was gut ist. Jetzt aber ab zum Fazit. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit wie immer. Ja, ich glaube, ich habe euch alles Wichtige gezeigt. Kofferraum haben wir uns angeguckt. Hinten ist genug Rücksitzbank für zwei Kinder oder für ein Kind, ein Erwachsene oder für ein Kind ohne Kindersitz, ein Erwachsene und ein Kind mit Kindersitz. Gar kein Problem. Vorne im Innenbereich viele Knöpfe. Ich komme mir wieder vor wie in so einem Raumschiff, aber das war ja beim Ioniq für mich auch schon so. Aber trotzdem alles leicht verständlich, alles übersichtlich, gar kein Thema. Und mehr als genug Platz für zwei Erwachsene. Das finde ich ist gar kein Problem bei dem Auto. An sich, ich persönlich bin ja immer so ein bisschen in der Richtung, ich suche ja eigentlich eher so dieses SUV, gerade wegen der Sitzhaltung etc., aber möchte trotzdem irgendwie in die Elektro-Geschichte ein bisschen eintauchen. Voll Elektro, weiß ich nicht, habe ich bis jetzt noch nicht den 100%igen gefunden. Bei uns scheitert es aktuell immer an der Reichweite, weil wir teilweise noch sehr viel und lange Strecken fahren. Und ja, ich weiß nicht, mit einem kleinen Kind, das sagen zwar mal alle, das ist kein Problem, mal 20 Minuten an der Raststätte stehen, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht 100%ig überzeugt, aber trotzdem mit so einem Plug-in-Hybrid finde ich, ist vielleicht zum Reinschnuppern in dieses ganze Thema für mich auf jeden Fall ein Auto, was in Frage kommen würde. Der Platz reicht für mich völlig aus, der Kofferraum ist endlich völlig okay für mich. Obwohl ich eigentlich sagen muss, wahrscheinlich von den Litern her wird er relativ vergleichbar mit dem Ioniq sein. Aber wenn man jetzt tatsächlich ihn belädt, finde ich, gefühlt war für mich jetzt irgendwie mehr Platz. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendwie eine Täuschung sein, aber ich fand, es war mehr Platz und für uns als dreiköpfige Familie reicht dieser Platz auf jeden Fall aus. Also,
für mich persönlich, ich würde ihn nur in der Stadt elektrisch fahren. Da bräuchte ich wahrscheinlich nie wieder tanken, weil mehr als 60 Kilometer fahre ich am Tag auf jeden Fall nicht. Über Nacht kann ich ihn laden, da habe ich jetzt auch gelernt, 16 Ampere ist meine Wallbox abgesichert, also 3,7 kW lädt sie dann wirklich. Und über Nacht ist das Ding dann auf jeden Fall völlig aufgeladen, wenn ich dann am nächsten Morgen wieder losfahren will mit meinen 62 Kilometer. Von daher passt das für mich persönlich sehr gut. Und wenn wir lange Strecken über Autobahn fahren, können wir in Hybridmodus schalten. Und dann können wir auf jeden Fall sicher an jeder Tankstelle noch mal kurz nachtanken und müssen dann da nicht den etwas längeren Stopp vielleicht zum Laden einlegen. Wobei, wie gesagt, viele, mit denen ich mich unterhalten habe, haben bis jetzt auch gesagt, irgendwann merkt man das gar nicht mehr, dass man jetzt 20 Minuten über die Steckdose aufgeladen hat. Ich denke immer noch so, ich tanke mal kurz für 5 Minuten und fahre dann weiter. Weiß nicht, muss ich vielleicht auch aus meinem Kopf irgendwie rauskriegen. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen, was ihr davon haltet, unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten denke ich, habe ich euch alles Wichtige zu diesem Auto gesagt. Wenn nicht, fragt mich gerne nochmal über die Kommentare. Ich werde dann im Nachhinein gerne nochmal alles beantworten. Ansonsten sage ich an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da oder auch keins, wenn es euch nicht gefallen hat. Nur so kann ich an den Videos was ändern und mich verbessern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.